Es ist enttäuschend und inakzeptabel, sagte der Riese. Da sitzt ein ganzes Volk und mag es auch nur ein zusammengewürfelter Haufen identitätsloser Einwanderer sein, Menschen, die hierher gekommen sind, um sich zu verstecken zwischen den Wäldern und ihre verschlagene Kleinheit zu kultivieren. Da sitzt also solch ein Menschenhaufen auf der Trennlinie des Verdachtes und schaut mit gekrümmtem Rücken in die einzige Richtung, die er kennt, nach oben nämlich, faltet die Hände und sagt Jesus Maria und glaubt, es hätte sich damit ausreichend getarnt. Du warst mein Mann. Da lag ein heiliges römisches Reich in der Luft und die Luft wurde abermals dünner. Die fränkischen und bayerischen Christenheere, sagte er, und er dachte, auch eine Art Awaren, aber nicht nur süchtig nach Beute und Gold, sondern zusätzlich auch noch nach den Seelen der Untertanen. Ab jetzt wird es deutsch und katholisch. Du warst mein Mann. Was tut der da? sagte Pinz Joe. Ich denke, dass das, was der da tut, weniger mit Zahnhygiene zu tun hat, als mit einem ganz anderen Reinigungsbedürfnis. Fred seufzte. In fast allen Innenhöfen sah man Männer, in manchen auch Frauen, die sich dieser seltsamen Prozedur unterzogen. Arme Leute. Sie haben das Problem, dass sie sich aufgrund ihres kroatischen Zungenschlags als Menschen zweiter Klasse fühlen. Das verletzt ihren Stolz. Und so versuchen sie eben, wie du siehst, sich den Akzent von der Zunge zu bürsten. Da wehte ihm der eiskalte Wind einer Gletscherkluft entgegen, die zwischen dem Burgenbürger und dem Rest der Menschheit klaffte. Und da war ihm allmählich auch bewusst geworden, dass diese seine Nase das Markenzeichen seines Landes war. Der in ihm bildhaft gewordene Schmerz einer Prägung, ein Hadern mit sich und dem Makel, nichts anderes zu sein als eine Nase und also zu hassen, wofür man nichts konnte. Und womit man untrennbar und zeitlebens verbunden war. Ja, er verstand, warum die Knechte den Storch jagten und ihre Kinder die Sklavensprache prügelten. Er verstand, warum die Krowoden deutsche Schanzen bauten und die Hirnzen in die Fremde gingen, um in Heimweh zu ersticken. Er verstand es zu gut. Auf Burg Wien und dem Rest der Welt, der auch Burg Wien war, verstand man es nicht. Der Rest der Welt existierte auf einem anderen Planeten. Du warst mein Mann.